Wir sehen hier in Deutschland einen Lebensstandard als normal an, von dem ein Großteil der Menschheit nur träumen kann. Was es bedeutet, in einem weniger privilegierten Land zu leben, können wir uns kaum vorstellen, geschweige denn fühlen. Dazu muss man dort gewesen sein. Wir sind der Scouting Bonn e.V. und fahren seit 9 Jahren nach Nepal, um dort zu helfen und unseren Jugendlichen gemeinschaftliches soziales Handeln, Leben in einer Gruppe und eine andere Kultur und Lebensweise näher zu bringen. Wir sind Menschen begegnet, die fernab unserer Vorstellungen und unserer Zivilisation leben, lieben, lachen und leiden. Den Scouting Bonn e.V. gibt es seit 2010 in Bonn-Bad Godesberg in der Sibyllenstraße in einer alten Kfz-Werkstatt. Wir sind eine Jugendgruppe, die das Ziel verfolgt, so wie es in unserer Satzung steht, junge Menschen zu mündigen Bürgern zu machen. Und unsere Idee oder unser Ansatz dabei ist, dass wir in Gruppen unterschiedlichen Alters zusammen werken, Fahrten machen, Zelten gehen und unsere Freizeit verbringen. Das Nepal-Projekt gibt es seit 2013 und ist tatsächlich eigentlich mal ursprünglich aus einer Idee entstanden, dass wir unsere Reiselust mit unseren in den Wochenstunden erlernten handwerklichen Skills in irgendeiner Art und Weise vereinbaren wollen. Fakt ist, dass der Nico Kriegsmann, der damals Bufdi war, über Kontakte über einen Arzt hier in Bonn, den Fred Frünte, auf Nepal gekommen ist und dann gesagt hat, das wäre eigentlich ein schönes Land für uns, weil es sowohl landschaftlich als auch kulturell sehr viel zu bieten hat. Und wir tatsächlich bei dem Entwicklungsstand, den es 2013 und auch jetzt in Nepal gegeben hat, mit unseren handwerklichen Fähigkeiten dort tatsächlich auch mit einer Jugendgruppe was bewegen können. Wir planen gerade, dass die Gepäckstücke richtig aufgeteilt sind. Weil wir pro Person nur 30 Kilo mitnehmen dürfen. Und deswegen schauen wir, dass wir es so aufteilen, dass jeder von uns 30 Kilo mitnimmt. So, jetzt haben wir noch eine Alukiste mit Ausrüstung 13,9. Beim Lennart zum Beispiel. Clara, du hast die 7 und die schwerste Kiste, die 14. Nur der Hutgaffer, der Bettgaffer. Ich bin die Bettgaffer. Nee. So, stretchen wir das jetzt schon ein, Yoshi, ja, ne? Ja. Wir sind im Jahr 2021 leider nicht mit der großen Gruppe in Nepal gewesen, weil das Coronavirus uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und uns natürlich immer um die Sicherheit unserer Jugendlichen sehr gelegen ist. Nichtsdestotrotz war es mir, dem Verein und auch den Teilnehmern wichtig, dass das ganze Geld, das wir vorher eingeworben oder eingesammelt haben, den Menschen dort unten zur Verfügung steht, weil sie in diesem Jahr wirklich ernsthafte Probleme mit der Versorgung haben. Die Kosten für Projekte und Camps eines Jahres belaufen sich auf mindestens 20.000 Euro. Dieses Geld kommt aus Spenden, aber vor allem durch Flohmärkte, T-Shirt-Verkauf oder zum Beispiel durch Infostände auf dem Kunstrasen, die die Scouter ganzjährig durchführen. Und dann haben wir die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen und haben gesagt, okay, dann fahren wir jetzt mit einigen Älteren. Und die Zusammensetzung dieser Gruppe hat ergeben, dass wir dazu in der Lage sind, einen Filmbericht über das, was wir da getan haben oder tun, herzustellen. Ja, also ich bin gespannt, wie es wird. Ich war ja noch nicht in Nepal. Und ich bin jetzt auch seit 5 Jahren nicht mehr geflogen. Und wie ist es bei dir? Ich bin vor der Pandemie das letzte Mal geflogen. Ich freue mich aufs Essen im Flug und danach über die Leute wiederzusehen. 2021 war, nach den immer stärker werdenden jährlichen Fluten während des Monsuns und dem verheerenden großen Erdbeben von 2015, erneut ein ungewöhnlich hartes Jahr für die Nepalesen. Die Corona-Pandemie forderte viele Opfer und machte das sowieso schon schwere Leben in Nepal zur Katastrophe für die Ärmsten. Bereits kurz nach Abflug stieg die Vorfreude und die Aufregung. Wir fragten uns, was uns dieses Jahr wohl erwarten wird. Nach der Landung in Kathmandu, der nepalesischen Hauptstadt mit 1,4 Millionen Einwohnern, etwa 4 bis 5 Mal so groß wie Bonn, wurden wir von unserem langjährigen Freund und Projektpartner Father Michael in Empfang genommen.
Ja, noch ein kurzes Fazit zum Essen im Flugzeug. Das war echt eklig. Echt? Ich fand es gar nicht so schlimm. Wir sind gerade in Kathmandu angekommen am Flughafen und fahren jetzt nach Tadi, da zur Navodaya School von Father Michael, wo wir wohnen werden für die nächsten zwei Wochen. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg dahin. Es dauert ungefähr 5-6 Stunden, denke ich mal. Und es geht los. Auf der Fahrt aus Kathmandu Richtung Ratnanagar durch den quirligen, teils chaotischen Verkehr prasseln auf die, die Nepal zum ersten Mal besuchen, eine Vielzahl von neuen Bildern, Gerüchen und Geräuschen ein. Ja, wo wir sind, ist eine gute Frage. Irgendwo an der Straße. Und wir essen jetzt. Also ich esse Nudeln, andere essen Reis und ja, schauen wir mal, was wir kriegen. Ich bin auf jeden Fall froh, hier zu sein. Nach kurzem Aufenthalt und 5 weiteren Fahrstunden kommen wir nun, mittlerweile im Dunkeln, an der Navodaya School an. Jetzt heißt es noch, alles ausladen und ab ins Bett. Alles raus. Then I will open the room. Okay. I am Father Michael Chirayath from India. I was very happy when the scouts informed me that they would be coming and staying in our Navodaya school. I came to Nepal to work among the Chapangs in the year 2003. In the year 2005, I could start school and hostel for the Chapangs. Die Navodaya School ist eine Schule, die speziell für Chepang, eine der ärmsten der über 50 Ethnien Nepals, errichtet wurde. 265 Kinder der Klassen 3 bis 10 werden hier kostenfrei unterrichtet und versorgt. 36.000 Rupien, umgerechnet rund 270 Euro, werden hier pro Jahr für ein Kind benötigt, um Essen, Trinken, einen Schlafplatz, Unterrichtsmaterial und auch alle Lehrkräfte zu finanzieren. Die medizinische Versorgung ist über das Ratnanagar Hospital in Tadi gewährleistet. By staying with the Chapangs children for 2 years, I could understand that they have no opportunity for education. Very few high schools are there. So to give them high school education, we decided to run establish a school and run the school exclusively for the Chapang children and all free of cost. Die Klassen 1 und 2 werden in der Navodaya School nicht unterrichtet. Und das hat auch einen Grund, wie Father Michael uns erklärt. Children should be with their parents in their childhood. And that is an important thing for the development of a child. Nach Unterrichtsschluss machen wir uns auf, um die nahegelegene Stadt Tadi zu erkundigen. Wir nehmen den Bus. Faszinierend. Ich bin noch nie in einem Nepali-Bus mitgefahren. Großartig. Welch eine Erfahrung. Wir stehen hier auf dem Markt in Tadi. Hier gibt es vor allem Gemüse- und Früchtehändler, ein paar Restaurants und seit neuestem auch einige Textilhändler. Langsam geht die Sonne unter. Wir machen uns auf den Weg zurück zur Navodaya School, wo wir mit Father Michael zum Abendessen verabredet sind. There are a lot of things
changed in the last 2 years, but even more if you have this four-year view. You know, we have 10,000 euros and we can do 3 medical camps and 3 health camps. Yes. You know, and 10,000 euros is in if you see what how much money went into the flood. Yes. It's like almost nothing. Every house gets as much as that. Just it's like nothing. Yeah. That's what everybody got. Yeah. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Health Camp und die Straße geht nicht weiter, weil ein Fluss dadurch fließt. Auf einem Health Camp werden die Chepang in ihren Dörfern mit Medikamenten versorgt und ärztlich durchgecheckt. Kleinere Verletzungen werden vor Ort behandelt und chronisch Kranke mit Medikamenten versorgt. Der Plan wäre, dass wir, wenn wir noch 15 Minuten im Auto sind, mehrmals mit dem Jeep fahren und alle mit dem Jeep einmal rüberfahren hintereinander und dann alle, die zu Fuß gehen und das Gepäck mit dem Jeep weiterfahren. Mit dem Jeep ist die Flussüberquerung kein Problem. Ambitioniert schließt sich unser Busfahrer kurzerhand an. Leider fahren wir uns im Schlamm fest. Mit ein bisschen händischer Nachhilfe liegt aber auch dieses Hindernis schnell hinter uns. Jetzt kann es also weitergehen Richtung Health Camp. Der holprige Weg durch verschiedenste Flussbetten und Wälder wird dennoch nicht weniger abenteuerlich. Ich heiße Ruth Gonzett. Ich bin jetzt 78-jährig und komme aus der Schweiz. Und seit meiner Pensionierung bin ich jetzt da in Nepal. Am Health Camp in Sisupani angekommen, treffen wir auf Ruth. Ruth ist als Vorsitzende des Schweizer Vereins Shantimed Nepal seit 2007 um den Ausbau des Ratna Nagar Hospitals in Thane bemüht. 7 Monate im Jahr hilft sie vor Ort und 5 Monate im Jahr sammelt sie Spenden in Europa. Shantimed Nepal und besonders Ruth haben den Scoutern den Beginn und Einstieg nach Nepal erst ermöglicht. In dem Dorf hier wohnen 110 Familien. Jede Familie hat im Durchschnitt 5 Mitglieder. Und um das Dorf rum, also die gehören dann auch noch zum Dorf dazu, wohnen nochmal ungefähr 80 Familien. Und heute machen wir keine Lebensmittel, weil es nur ein medizinisches Camp ist. Das heißt, heute werden nur Leute medizinisch versorgt und was die damit verhindern wollen, ist, dass die Kranken und die Gesunden sich auf so einem Camp anstecken, wenn man da auch noch Lebensmittel verteilt. Ganz am Anfang, wie ich hier angefangen habe, war ja dann 2015 schon dieses schwere Erdbeben. Und da haben wir natürlich von Shantimed gesagt, wir wollen helfen und der Pfarrer Michael und andere Dörfer haben uns angefragt und da haben wir solche Health Camps angefangen. Einigen kann vor Ort nicht geholfen werden und es bleibt ihnen nur der beschwerliche Weg zu weiterer Diagnose oder Behandlung in ein Krankenhaus. In besonders schweren Fällen wird diese auch arrangiert. Die Behandlung, Medikamente und auch die Hygieneartikel, die verteilt werden, sind für die Menschen umsonst. Dieses Camp, wie alle, die wir selbst durchführen, werden aus den gesammelten Spenden vom Scouting Bonn getragen und belaufen sich für ein Camp je nach Größe und Entfernung vom Ratna Nagar Hospital auf 750 bis 1500 Euro. Compared to other tribal communities, Chepangs do not have their own lands or their own music. They have their own language. That is a mark of their culture. Especially sincerity, openness, sharing and the ability to accept any situation. Es berührt schon sehr, die Zustände der Menschen und insbesondere die der Kinder so zu erleben. Trotzdem ist es schön, die Dankbarkeit und Erleichterung zu sehen, dass ihnen hier geholfen wird und sie unterstützt werden. Hier treffen wir außerdem auf Father Bibin, einen ebenfalls aus Indien stammenden Priester und Sozialarbeiter, der nicht nur der Sprache der Chepang mächtig ist, sondern auch Experte für deren Lebensweise und Bräuche. People who stay in this area suffer from skin disease.
The main thing is with regard to the lack of water and good water, so to say. The rainy season, the water has become so dirty. And also they are not so accustomed to taking bath every day. Registration is going on. Registration means the people come in line and their names will be written and their age. Then in that paper also their health issues will be mentioned. So it's very easy for them to go to the doctor who will be specialized in, one will be, specialized in taking care of the children, other will be based on taking care of the other issues, health issues. So three doctors are there. So accordingly, they'll be diverting themselves. So that is going on there. So systematically, they have planned everything. During the rainy season, everything becomes havoc. This village becomes not so accessible. Like for 3 months, you won't be able to come to this village because of the water in the river. But in the rainy season, they are all here? No, rainy season, they are actually caught up here. Okay. Yeah. So completely cut off? Yeah, totally cut off from the main city. Right. So this is the typical Japan house. They'll be staying downside and they're like makai means corn and everything will be kept little upside. So, घर कहाँ कहाँ थियो? घर माथि सर यो चिसोपानी स्कुल भन्दा माथि चिसोपानी स्कुल ओके. So there was a heavy flood and landslide in their area where these people were staying. Then afterwards after the landslide they were shifted to here, this place by the government. For 4 years they are here. And tapaiko jamin kati cha? Jamin sir lagbhag dui gatha pugna sakcha hola sir. So they have nearly one acre of land or half an acre of land here, but they don't have any proper papers for their land. So if the government tells them to move out, of course they'll have to move out. So that's the situation. Wir erleben die Menschen hier als überaus freundlich und offen, uns alles zu zeigen. Kethi ma, kethi halte dabei. Yuria halte ki. Question. Do you want to go up and see what is happening here? Yes. Okay. It's Mati Chandra Saksha ki? Hello. Aile, you have a video banana kalaki? Where they sleep. The children do sleep downstairs. So, they're actually a little bit well off. They have a small computer, like a TV. Uyo, kere. बुढाहरू बाहिर बाहिर बुढीहरू यही खेतीपाती कृषि काम गर्ने गलाइसक्ने घरमै ओके सो वाट दे डु इज एक्चुली दे टेक केयर अफ द फिल्ड एन्ड आफ्टर द्याट अल्सो दे गेट इन्कम बाई सेलिङ द फुड प्रोडक्ट्स अल्सो दे गेट द इन्कम एन्ड समटाइम्स दे गो टु द फिल्ड्स अफ द अदर्स अल्सो सो द चिल्ड्रेन एक्चुली डिपेन्ड अन द गभर्मेन्ट स्कुल इच इज वन आवर वाकिङ डिस्टेन्स फ्रम हियर. So if it's rain during the rainy season, it's very difficult to cross the river. For during that time, they stay in the house, and there is no other means to go to the school. So they wait for the water to come down, then go to the school. Wir sehen jetzt hier die Reisfelder von dem Dorf und es ist schon ziemlich beeindruckend, was sie sich hier aufgebaut haben mit den Bewässerungsanlagen. Es reicht allerdings nur für 5 Monate oder sowas, was sie hier anbauen können und den Rest müssen sie sich dann in der Stadt verdienen. So arbeiten sie hier auf dem Land. Okay, komm mal. Er hat uns gerade erzählt, dass hier am Fluss wirklich der Nationalpark anfängt, also der Shitwa-Nationalpark, der bis zu uns an die Schule geht. Und hier kommen auch manchmal Nashörner her,
Also sie sind eigentlich relativ friedlich, aber auch vorhin mal Elefanten erzählt. Also die haben auch, müssen ihre Ernte beschützen vor wilden Tieren. To make a team, scout team, and of course the children from this village. Immerhin muss ich mir sagen, das Camp, obwohl sicher nicht alle Patienten behandelt werden konnten, aber die haben sich gefreut, die haben sich über Kleider gefreut, die Kinder über Spielsachen. Also im Großen und Ganzen finde ich das toll, was wir gemacht haben. Man darf einfach nicht meinen, man kann alles auf die eigenen Schultern nehmen. Das geht hier nicht. Such an old lady with this energy, never seen before. Yes, yes. Es ist wirklich beeindruckend für uns zu sehen, wie sich die Chepang in dem Dorf mit einfachsten Mitteln alles selbst errichtet und entwickelt haben, um sich und ihre Familien versorgen zu können. Dieses erste Camp war für uns alle in vielerlei Hinsicht beeindruckend und zutiefst berührend. Nach einem Tag in einer Welt, die für uns alle komplett fremd ist, machen wir uns langsam auf den Weg zurück nach Hause, in die Navodaya School. Am nächsten Tag machen wir uns auf den Weg in den Chitwan National Park. Dieser ist ca. 1000 Quadratkilometer groß und es gibt dort mittlerweile eine stabile Population an bengalischen Tigern, eine wachsende Zahl von Panzernashörnern und weitere seltene Tierarten, wie etwa Krokodile oder Elefanten. Der Weg zu unserem zweiten Health Camp in Kutschu war, wie sollte es anders sein, sehr holprig, steil und abenteuerlich. Wir haben es da im Vergleich zu den Chepang aber verhältnismäßig einfach. Diese haben zum Teil mehrstündige Fußmärsche über Trampelpfade hinter sich, um ärztlich versorgt zu werden und ein wenig Kindernahrung zu bekommen. Also wir hatten eine ziemlich häufige und witzige Fahrt. Jetzt sind wir hier an unserem zweiten Health Camp und helfen jetzt, den Jeep auszuladen. Und dann geht es auch schon los, die Leute zu besorgen. Wir sind hier gerade in Kutschu und werden von diesen Kindern hier aus dem Ort herumgeführt.
Die Natur ist hier wirklich sehr eindrucksvoll und wunderschön. Wir freuen uns über unsere jungen Touristenführer und genießen die kleine, erholsame und erfrischende Auszeit mit Abkühlung. He can kill the birds with that. Yes. I'm Sister Miriam, a nurse, looking after this village since 10 years. And here people are all mostly Chepang, and people are suffering due to lack of their property. They are weak. We checked and treated 120 patients today. But in a rainy season, I cannot come. So in a rainy season, if they need any medicine, anything, they have to come after crossing the river. So I'll meet them on the roadside. When people come and stay here, we make sure if the guests are interested, we take them to the students. After the evening food, they have some free time. That time introduce them and sing some songs, welcome them with the katha and sing a welcome song. And we don't have to prepare them for anything. You tell them this evening 6:30 people are coming, you welcome them. They will do everything, whatever wanted they will do. Die Frau Dr. Gonset oder Dr. Ruth, wie sie in Nepal von allen genannt wird, ist für uns ebenfalls eine ganz wichtige Person unten vor Ort. Für uns auch eine Freundin geworden, die mit einer unglaublichen Energie aus einer kleinen Krankenstation mit 60 Patienten am Tag das ausgebaut hat und dafür gesorgt hat, dass mittlerweile in dieses Krankenhaus über 600, fast 1000 Patienten am Tag kommen. Der Besuch des Krankenhauses ist ein Wiedersehen mit vielen seit Jahren bekannten Menschen und mit den vielen Projekten der Scouter in Nepal. So zum Beispiel im Jahr 2013 den Bau einer Außentoilette, 2015 der Bau eines Daches und die Sanierung von Krankenzimmern, 2017 die Neuorganisation der Wasserversorgung und, wie hier zu sehen,
2019 das Verlegen von Krankenhausboden belag. Also da will ich euch was zeigen, was die Scouts angestoßen haben. Da war ja überall nur Dreck. Und die Scouts haben da vor der Apotheke, das war vorher die Apotheke, haben diesen Boden gemacht. Dieses vermeintlich kleine Projekt war Vorbild für die Gestaltung des gesamten Krankenhausvorplatzes. Und am Anfang war es ein bisschen schwierig, ja, der Übergang mit diesem neuen Chefarzt und dem Chef und mir. Aber jetzt verstehen wir uns sehr gut. Also eine Zeit lang war das da die Covid-Station. Namaste. Also die Patienten sind eigentlich so ein bisschen gemischt, Kinder und Erwachsene. Sie hat so eine Lungeninfektion. Also die Dialyse geht 3 Stunden. Heute ist jetzt nicht so viel, weil Feiertag ist. Aber sonst ist das immer voll, den ganzen Tag. Also es war die erste Dialysestation hier in Chitwan. Vorher sind sie einfach gestorben. Viele kommen ja aus den Dörfern, wo sie nicht rechtzeitig zum Arzt gehen. Und das ist der Operationssaal. Der Operationssaal ist dort hinten. Aber das ist Hebamme damals, die ich gesehen habe, die hat gesagt, sie hätten vielleicht eine Geburt alle 2 Monate hier, weil das war alles so schlecht beisammen. Jetzt haben wir 50 Geburten mindestens jeden Monat. Ich bin öfters frustriert. Und zwar, weil ich einfach halt nicht gewohnt bin, dass ein Spital nicht sauber ist. Die Krankenschwestern, die rühren nichts an, was dreckig ist. Ja. Jetzt sind nicht viele Patienten da, weil eben heute dieser Feiertag ist und nächste Woche fängt ja der Schei an, dann gehen wir bis alle bald nach Hause. Ja, und das ist so typisch. Sie lassen einfach kaputt. Aber weil sie nicht wissen, wie es geht oder weil sie es einfach nicht stört? Ja, sie wissen vielleicht schon nicht, wie es geht, aber sie können bei uns fragen. Unser Suresh weiß genau, wie man das wieder flicken kann. Das war die totale Vollkatastrophe. Du konntest hier nicht runter, weil es hier dermaßen feucht war und dermaßen gestunken hat. Du konntest hier nicht hingehen. Und das Problem war eigentlich ein relativ kleines, nämlich dass sie bei den Toiletten hier hatten sie den Ablauf unterhalb des Bodenablaufs, der in die Kanalisation oder in die Absetzanlage geht. Und dadurch ist die ganzen Fäkalien und alles nicht komplett abgelaufen, weil sie natürlich nicht bergauf laufen können. Und das hat hier unten ohne Scheiß hat richtig gestunken und es war alles klitschnass. Und dann haben wir die beiden Klos rausgerissen und das eine Stufe höher gesetzt. Ne? Und damit hast du Gefälle in den Abwasserrohren drin und dann erledigst du das Problem. Das größte Problem, das seht ihr überall, ist die Feuchtigkeit, die in den Wänden ist. Von dem Thema Ordnung oder Sauberkeit oder so mal abgesehen, das ist ein anderes Problem, das man aber tatsächlich nur lösen könnte, wenn man ständig 1 oder 2 Leute hier hätte, die sich um solche Belange kümmern. Ne? Räumt den Müll weg, macht das sauber, warum steht das hier und so weiter und so fort. Ne? Das, was wir manchmal versuchen, ist einfach was zu zeigen,
was dann eventuell für gut befunden wird und nachgemacht wird. Ne? Also es ist genauso, wenn wir gleich hoch, mal hoch aufs Dach gehen vom Neubau. Diese Tankanlage, wie sie da steht, die hat der Sascha Wimmer sich ausgedacht. Früher auf dem Dach standen 12 Tanks rum oder so. Also über jeder Zapfstelle stand ein Wassertank. Und das Wasser wird unterschiedlich abgefordert unten. Und das hat dann zur Folge, dass in manchen Tanks ganz altes Wasser drin stand. Ne? Was für ein Krankenhaus eigentlich total dämlicher Zustand ist. Dann hat der Sascha, können wir nachher mal hochgehen und gucken, eine Tankanlage gebaut, die außen 2 Tanks befüllt und in der Mitte wird abgenommen. Dadurch hast du ständig eine Wasserzirkulation und das Wasser ist frisch. Hier haben sie die Tankanlage 1:1 beim Neubau hochgesetzt. Das heißt, sie haben das, was wir ihnen vorgeschlagen haben, übernommen. Und das ist das, was wir machen können. Also wir können hier nicht einen Neubau hinsetzen oder so, aber das können wir machen. In diesem Gebäude hier im Neuen, da habe ich die Aufsicht auf die Putzfrauen. Da bin ich recht zufrieden. Aber dort drüben gehe ich jetzt nicht mehr, weil es mich einfach überfordert und es nützt nichts. Solange nicht von oben wirklich das geändert wird, kann ich das nicht ändern. Wir fahren jetzt in ein Foodcamp und laden gerade den Reis auf, den wir dort an die Familien verteilen werden. Das ist der Reis. Aber sieht nach ziemlich viel aus und ich glaube, es sind 150 Säcke à 30 Kilo, die wir gleich verteilen werden. Wir fahren jetzt auf der Ladefläche des LKWs auf dem Reis mit zum Foodcamp und das wird ungefähr 3 Stunden dauern. Mal sehen, wie gut wir durchkommen. Gerade so eine halbe Stunde vielleicht den Berg hoch oder 20 Minuten und dann, ja, die ersten Leute sind mit an Bord, ich weiß nicht genau. Ich finde es cool, dass wir einfach mitgenommen werden, es war keine Frage oder so, einfach die wollten mit, die müssen in die gleiche Richtung, also mal gucken, vielleicht wird es auch noch richtig voll hier. Nochmal ein Kissen. Das ist das Update Foodcamp 1.1. Also wir sind hier jetzt. Wir sind immer noch auf dem LKW. Wir haben gerade eine Pause gemacht an einem kleinen Wasserfall. Da hat sich der Torben und der LKW-Fahrer haben sich ein bisschen gewaschen. Und ja, wir sitzen immer noch auf dem Reis und es geht weiter. Wir sind bis jetzt in anderthalb Stunden ungefähr 15 Kilometer weit gekommen und die Straße wird immer ruppiger. Wir sind jetzt bis hierher gefahren, von hier ist es ungefähr noch eine halbe Stunde Fahrt. Die letzte Strecke war ziemlich abenteuerlich. Die Straßen wurden immer schmäler und schmäler, die Abgründe tiefer und tiefer. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir noch leben, dass das Auto noch fährt oder der Lastwagen. Auch wenn wir mit Kurven gefahren sind, mussten wir auch wieder zurückfahren, weil er nicht mit einmal rum konnte, weil er zu lang war. Ja, war auf jeden Fall spannend. Die geplante Fahrtdauer von 3 Stunden verlängerte sich aufgrund der natürlichen Gegebenheiten auf echte 5 Stunden. Laut Aussage der Bandscheiben waren es dann aber eher 10. Ja, wir sind da! Ja, wir sind jetzt angekommen. Wir haben jetzt fast 4 Stunden gebraucht ungefähr. Eine halbe Stunde ist es her seit dem letzten Ort, wo man immer hinkommt. Seitdem, das sind nochmal ein bisschen waghalsigere Strecken gewesen. In der Monsun, also Regenzeit, kommt man hier gar nicht mehr hin. Und ich finde, das merkt man auch ein bisschen. Also sehr abgelegene Dörfer. Die ganzen Leute sind hier sehr lange hingelaufen über kleine Wege. Hier hört auch die Straße offiziell auf. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist gut, dass wir hier sind. Jedes Camp war ein eigenes Erlebnis. Dieses Foodcamp hat uns aber besonders deutlich vor Augen geführt, wie fernab von unserer Welt und jeglicher Vorstellung Menschen leben können oder müssen. Die Kinder nehmen sich jetzt eine Tüte
Und dann verteilen wir für die Kekse, Kochsein, Apfel, Schokoriegel, Zahnbürsten und sowas. Genau. Wir begegnen zwar nach unseren Maßstäben bitterarmen Menschen, haben aber nicht den Eindruck, dass sie unglücklich sind. Yeah, we are distributing the rice. We have 30 kgs of rice and 2 kgs of dal for each household. So once we call the name of each household, the head of the house or the mother of the house will come and collect the dal and the rice. So. Die Menschen hier sind ziemlich arm. Sieht man auch teilweise, dass sie gar keine richtigen Klamotten anhaben. Die Menschen altern auch extrem schnell hier. Sie sehen alt aus, sind aber wahrscheinlich noch gar nicht so alt. Ja, es sind ganz andere Verhältnisse hier nochmal. Und zu sehen, wie entspannt und rücksichtsvoll die Verteilung, gemessen an der Bedeutung der Lebensmittel für jede Familie, abläuft, beeindruckt uns zutiefst. Erinnerungen an fehlendes Klopapier in Supermärkten zu Hause werden wach und lassen uns nachdenklich zurückfahren. She said like the food that we are providing is going to help her family to survive for at least 1 month. And she has 3 children and they are so happy that we have provided them with rice and dal. And now coming days are a festive. Festival days for them. So in these festival days, it is so important that they need food to eat. So they are so happy to German Scout Bone and to all of us who have come here all the way up to help them and to fill their empty stomachs. Wir sind jetzt an der Kalikola School. Das ist eine von den kleinen Schulen, die hier überall in den Bergen verteilt stehen. Diese Schule war 2015 nach dem großen Erdbeben fast komplett zerstört. Also das Gebäude hinter uns, das wir hinter uns sehen, das gab es nicht. Und dann haben der Simon und ich spontan gesagt, egal was für ein Projekt anlag, das Projekt war eigentlich einen Spielplatz zu bauen, ist es wichtiger, dass wir diese Schule wieder aufbauen. Und gesagt, getan, haben wir dann das alles mit Hilfe der Little Flower Society versucht vorher zu planen und sind mit tatsächlich der größten Gruppe, die wir jemals hatten, mit 32 Leuten runtergeflogen nach Nepal und haben dann dieses Schulgebäude, was hier zu sehen ist, nicht komplett, aber fast komplett in den 3 Wochen, in denen wir hier waren, aufgebaut. Und von den 50 als total zerstörten Schulen in diesem Erdbebengebiet, die man als total zerstört bezeichnet hat, war diese hier tatsächlich die erste, die wieder aufgebaut worden ist und in den Regelbetrieb übergehen konnte. Und das hat uns auf der einen Seite sehr stolz gemacht, dass wir das geschafft haben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein bisschen, waren wir alle ein bisschen verwundert oder auch enttäuscht darüber, dass wir als kleiner Haufen Scouter aus Bonn sowas hier schneller auf die Reihe kriegen und umgesetzt kriegen als irgendwelche großen Hilfsorganisationen. Damit man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, was wir hier in den 3 Wochen zum Beispiel getrieben haben, muss man zunächst mal wissen, woraus Beton besteht. Das hat immer 3 Zutaten. Das eine ist Sand, das andere ist Beton und das dritte sind kleine Steine. Und die alten Schulgebäude waren ja kaputt. Das heißt, es lagen hier eine Menge große Steine rum. Eine unserer Aufgaben war es, weil man keinen neuen Kies hier hochtragen wollte, die großen Steine, die hier oben lagen, zu kleinen Steinen zu machen. Das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen und daraus wird dann nachher sowas, was du hier siehst, das Fundament. Das Fundament muss man sich so vorstellen, dass hier erstmal überall ausgeschachtet wird.
Dann wird da Beton reingegossen, aufgemauert bis auf diese Höhe. Und alles, was man jetzt vom Gebäude sieht, also die Bodenfläche ist hier und alles, was man vom Gebäude sieht, muss dann mit Steinen und Sand aufgefüllt werden. Und darauf wird dann im Endeffekt obendrauf nochmal eine Betonplatte gegossen und das ist dann der Boden. Und wenn man sich vorstellt, dass das Ding hier jetzt zum Beispiel 1,50 Meter hoch ist, dann kann man sich überlegen, was für Unmengen an Material wir hier in den 3 Wochen bewegt haben. So, jetzt sind wir auf dem Weg runter an die Hauptstraße, wo die ganzen Baumaterialien lagen. Und hier sieht man jetzt eine Treppe, die runtergeht. 2015 war hier keine Treppe, da war das ein Trampelpfad. Also das, was wir hier jetzt bergab gehen, ist relativ luxuriös im Verhältnis zu dem, was vorher war. Der Besuch unserer Grundschule in Kalikola ist der letzte Teil dieser Reise. Wir freuen uns, nach unzähligen Kilometern durch Flüsse, über staubige Pisten und durch unwegsames Gelände, bei denen wir fast 15 Tonnen Reis verteilt haben und hunderte von Menschen medizinisch versorgt wurden, auf 2 Tage als Touristen in Kathmandu. An dieser Stelle ein Fazit zu ziehen, wäre falsch. Denn das tut man nur, wenn etwas vorbei ist. Und das ist es noch lange nicht. Denn all das, was wir neben handwerklichen Fertigkeiten, in Gruppenstunden, in Zeltlagern, an gemeinsamen Wochenenden versuchen zu leben, also Dinge wie Verantwortung für sich, für andere oder für eine Aufgabe zu übernehmen, Respekt vor Menschen, deren Leistungen und Lebensweisen zu haben, in einer Gemeinschaft zu leben, sich immer auf Augenhöhe zu begegnen und sich und anderen etwas zuzutrauen und sich selbst zu vertrauen. All das sehen, erleben und erfahren wir in Nepal vielleicht bewusster. Die Reise der Scouter und ihrer Freunde in Nepal mit all den Anstrengungen, die wir auch in Bonn dafür unternehmen, geht also weiter. Wir werden auch im Jahr 2022 wieder dieses wundervolle Land und seine Menschen besuchen, die uns so vieles lehren.